Was ist für euch das Lindenwäldle? Ein Kaff. Hartz IV? Ja, bedeutet mir schon viel. Weil hier bin ich ja auch schon seit ich klein bin. Eigentlich fast jeden Tag. Heimat, mein Zuhause, wo meine Kinder groß geworden sind. Einfach alles. Eigentlich kann man hier glücklich leben. Ich gehe ins Lindenwälder nur um meine Freunde, Cousins, alle zu sehen, meine Verwandten. Aber sonst hätte ich keine gekannt, welche nicht, weil das ist asozial. Ja, vom Aussehen sieht es echt asozial aus. Aber die meisten Menschen versuchen hier das Lindenwälder aufzubauen, dass es schön aussieht, aber bringt nichts. Was ich am Lindenwälder liebe, das ist die Menschen, das Stückchen Natur hier noch, der Zusammenhalt, das Leben, es pulsiert hier und jeder guckt auf den anderen. Hier passiert nichts viel. Hier jeder, wenn ein Kind irgendwo allein ist, weiß der Nachbar genau, der ist schon da und da, heim, ich bin dir heim. Und das ist das Schöne hier. Also meine 10 Geschwister wohnen 8 hier, tatsächlich, hier im Quartier. Der jüngste Bruder wohnt hier zum Beispiel, die Ramona wohnt da, die älteste Schwester wohnt hier im Haus, die Carmen wohnt da vorne, die Sinwala, die wohnt bei mir im Ahornweg. Eigentlich ist die Gemeinschaft so richtig schön hier. Sehr, sehr viele Sinti sind hier, auch ganz alte Sinti-Familien haben hier ihren Ursprung. Da leben inzwischen schon 4, 5 Generationen im Lindenwälder. Mein Vater war Hochseilartist, hat aber ursprünglich aus dem Zirkus gestammt. Meine Mama übrigens auch, das waren alles Zirkusdynastien. Ich habe das auch gemacht. Ich war dann auch Hochseilartistin später mit meinem Mann. Wir waren dann überall in der ganzen Welt unterwegs. Und mein Mann und ich, wir haben beide auf der Leiter gearbeitet. Mein Cousin hat das Motorrad gefahren. Da waren 70.000, 80.000 Menschen zum Teil in den Hallen. Da habe ich dann viele Jahre gelebt und kam aber dann wieder zurück nach Freiburg, weil es ist einfach meine Heimat. Und hier wohne ich jetzt seit 36 Jahren. Von Anfang an in der gleichen Wohnung? In der gleichen Wohnung. Ich würde an keinem anderen Ort der Welt leben wollen. Weil es ist so, wenn man mit der Kultur oder mit uns sind die jetzt eins wäre mal oder mal reinschnuppern will oder so und das mal selber erleben könnte, dann wird es dem einen anderen bestimmt auch mega gefallen. Ist auch was Romantisches. Ein Lagerfeuer schön mit Gitarre. Ist ja auch für die Damenwelt auch was Romantisches vielleicht. Ich bin ein richtiger Freiburger und meine Eltern, die kamen aus dem Lager raus, die sind dann hier nach Südbaden gezogen und sind hier in Freiburg dann hängen geblieben. Das war da also in dem Industriegebiet Heid und das war damals eine Grube und dort haben wir dann gewohnt mit dem Wagen, mit dem Pferd damals und dann wurde die Grube zugeschüttet, so langsam. Und da mussten wir dann hoch, raus aus der Grube. Und dann hat die Stadt also uns so langsam geduldet und immer mehr geholfen. Dann haben sie uns Wasserbrunnen gemacht. Es gab ja dann vor dem nichts. Und da sind wir auf dem Mundenhof gelandet in 1966. Wir mussten dorthin. Und dort da blieben wir so 4 Jahre vielleicht. Und dann sind wir hochgekommen, hier in der Optierstraße.
waren diese alte Siedlung, die alte Baracken. Anfang 80er Jahre haben sie dann diese Häuser jetzt dann gebaut, hergestellt, hingestellt für uns. Sind die, weil die Stadt gesagt hat, wir wollen jetzt für unsere Freiburger sind die mal was Richtiges hinstellen, dass die auch gut wohnen und Bad haben und Dusche haben, weil es immer geheißen hat, dreckige Zigeuner. Nicht? Aber wir haben uns nie so gesehen. Wir haben uns immer auch gewaschen, wenn es auch in einem Bach war. Und dann haben wir diese Häuser gekriegt, da waren wir natürlich happy, da waren wir froh. Noch zwei Fotos. Cool. Los geht's. Sechs Stück. Und das mag ich gerne, einen Film zu drehen. Ja, warum magst du gerne einen Film drehen? Weil da können wir immer so Fotos machen. Und dann können wir das Video angucken, wie wir das gemacht haben. Weil dann bewegen sich alle kleine Schritte und dann sieht es wie, als macht das, macht, zaubern wir. Das sieht gut aus. Wie wir dieses Video gerade gemacht haben, haben wir auch angeguckt. Aha. Das hier. Ein Film über das Lindenwäldle. Heute ist in Lindenwäldle so viel los. Große und kleine Kinder spielen gerne draußen zusammen. Hallo Welt! Darf ich filmen? Ich bin jetzt eine halbe Stunde weg. Darf ich filmen? Warte mal. Mach mich. Ich sehe schon. Achso, das ist schon. Aber ich kann mein Knie kaufen. Ja, ich mach. Oh, hier bleibt für die Leute setzen. Meine Schwester geht mit. Hast du viele Freunde im Lindenwäldle? Ja. Wie viele? 6. Was gefällt dir an den Häusern? An nix, die sind so kaputt. Okay. Was gefällt dir nicht an den Häusern? Die sind halt richtig kaputt und die könnten wir mal neu machen. Wenn ich zum Beispiel eine Fee wäre, tu ich mein Haus wieder schön zaubern. Sie könnten mal eine neue Farbe reinmachen, so bunt, nicht immer orange oder hautfarbig, weil das ist irgendwie langweilig. Und dass sie so zerrissen und so sind, so. Das Lindenwäldle steht jetzt 60 Jahre, es war ein Schnellbau nach dem Krieg irgendwie. Und ich denke kaum, dass da eine gute Substanz vorhanden ist. Weil wir haben ja auch diese alte Wasserrohrleitungen, diese alte Stromleitungen, das müsste ja im Grunde genommen alles gemacht werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das fast noch teurer ist wie ein totaler Neuaufbau. Gerade mit den Wohnungen, sie sind verschimmelt, die Scheiben sind kaputt. Und es wird wenig gemacht, finde ich. Natürlich sollte man das pflegen und hegen, das machen wir auch. Aber trotzdem, die Heizkosten sind enorm, weil die Fenster einfach kaputt sind, es zieht überall durch und der Schimmel ist halt ein Problem. Jetzt mit dem Neubau und so, das ist halt so eine Sache. Ob wir wieder zurück dürfen, weiß ich nicht, wie das neu gebaut wird. Aber das Wohnen ist nicht mehr schön wie früher, weil man wird hier einfach nur, wie soll ich das erklären? Irgendwie verlassen kommen wir uns vor. So hat das damals begonnen und zwar war das damals
Wir haben damals alle dazu gesagt, heute ist es die VAG. Da haben wir gelebt. Das war unser allererster Platz damals. Und das war meine Tante an der Kommunion. Toll. Das hier übrigens ist meine komplette Familie, aus der ich abstamme. Das sind Reisende, also nicht Sinti, sondern Reisende. Im Grunde genommen ist ja alles einfahrendes Volk. Es wurde ja zeitlang die Sinti dazu gezwungen, sesshaft zu werden. Diese Kultur, ich ging ein bisschen verloren. Es war ein richtig fester Zusammenhalt. Als ich die Entscheidung getroffen habe, hierher zu kommen, es war schon für die Kinder schön. Also das Lindewäldle ist eigentlich für die Kinder optimal, weil die Kinder hier Freiheit haben. Wie sieht dein Traum-Lindenwäldler aus? Ein Zoo. Was? Zoo. Mit einem Zoo? Und was für Tiere sollen in dem Zoo sein? Giraffen, Löwen, Wale, Haie, Schlangen. Und wo soll der Zoo hin? Direkt hier. Victoria, beschreib's nochmal, was du malst. Das hier ist das neue Haus. Hier habe ich einfach nur so Striche gemacht. Das soll die Krone sein. Also immer hier sollen immer vier, also erster Stock und zweiter Stock sein. Dann ist hier ein Haus. Hier ist die große Kirche. Und hier ist ein Baum, eine Kirchhalde und eine Rutsche. Hier ist dann der Senf, zu der Rutsche führt. Und das war schon alles. Schön. So wünschst du dir. Toll. Ich möchte auch jetzt so im Sommer barfüßig laufen, weil es gibt Menschen, die immer hier so Flaschen rumschmeißen, um ein bisschen auch, ich finde auch besser, dass es mehr Mülltonnen gibt. Also die sind ja nur für die Bewohner, aber auch so Mülltonnen für einfach Personen, Menschen, wenn man einfach durchläuft, nicht einfach auf den Boden schmeißen. Vorne an den Mülleimern ist überall Dreck und vor allem, weil die Leute ihre Mülltüten nicht richtig zu, wenn ihre Mülltüten nicht richtig zu sind, weil die Leute sie nicht richtig zu machen, kommen die Ratten. Und das ist so blöd am Lindenwäldle und sie kritzeln hier überall die Mülltonnen und die Häuser an. Das finde ich blöd. Man spricht die Menschen drauf an und das tue ich auch, habe gerade ein bisschen Ärger auch, weil ich jemanden darauf hingewiesen habe, dass ja die Ratten damit gefüttert werden. Wir kämpfen seit Monaten gegen die Ratten und gewisse Menschen nehmen sich das einfach nicht zu Herzen und denken, naja, die machen schon, ja. Weil einmal die Woche kommt die Firma Renner, wenn der Müll geholt wurde, und holt diesen kompletten Restmüll noch, was liegen geblieben ist. Und am selben Abend kann man dann schon beobachten, dass schon wieder Müll nach vorne getragen wird. Wie findest du den Müll? Nicht gut. Warum? Weil da Ratten da sind und die schmeißen das Müll einfach auf so einen Müllhaufen. Für was bezahlen sie Mülleimer, wenn sie sich mal Müll schmeißen? Sowas ist halt einfach nicht so gut für die Umwelt. Was stört dich hier am Lindenwäldler bei euch? Alles. Und schlecht finde ich auch halt, dass ich einmal aus Versehen fast vom Roller umgefahren wurde. Problem. Was sollte schon passieren? Hab fast alles schon gesehen. Meine Ringe sind verziert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lindenwäldle Power!
Leute und bitte fragt, was sie sind. Ich möchte es gerne noch erleben, ja, dass ich in eine gut sanierte, warme Wohnung komme, die eigentlich so für mein Alter gerecht ist. Und dass es für mich halt einfacher ist im Winter, dass ich mich wohlfühlen kann, weil der Boden ist immer eisekalt. Man hat ständig kalte Füße, man friert, weil die Kälte von der Wand so abstrahlt. Ganz besonders schlimm ist natürlich hier diese Wohnung, eine Eckwohnung, Parterre, also ich habe nur Kälte um mich herum. Von den Heizkosten her, das ist ja der Wahnsinn. Wenn man denkt, für 65 Quadratmeter im Monat 120 Euro, es war auch schon mehr, da kann man ja ein Riesenhaus damit heizen und die Leute haben warm. Und ich friere ja immer noch, trotz dieser hohen Nebenkosten. Bei mir zu Hause, die Zwischenfenster, die sind gefroren. Und ja, das ist einfach, auch wenn man die Hand hinhält oder einen Vorhang, das bewegt sich einfach. Also da ist kompletter Durchzug, obwohl die Fenster alle zu sind. Im Endeffekt heizen wir für die Umwelt, weil alles rauszieht. Die Kinder können gar nicht in ihre Kinderzimmer schlafen, weil es einfach zu kalt ist. Die schlafen bei mir im Schlafzimmer und das kann es ja irgendwo nicht sein. Es ist sehr kalt in den Wohnungen. Unsere Kinder sind auch öfters krank gewesen, die kleinen Kinder. Schimmel, sehr viel Schimmel haben wir in den Wohnungen. Nässe an den Wänden. Also verändern müsste sich erstmal, dass mal neu gebaut wird, dass die alten Häuser wegkommen, neu gebaut wird, dass wir Heizungen haben, richtige Heizungen. Wir wollen auch mal was Neues, was Gutes und nicht nur immer nach hinten geschoben werden. Ich wünsche mir, dass die Häuser noch so lang wie möglich stehen. Okay. Also nicht, dass es wieder Luxus saniert wird. Wo sollen die Leute hin? Es sind viele Rentner hier mit einer kleinen Rente, was ja bekannt ist. Es gibt auch viele Hartz-IV-Empfänger. Ja. Und die können sich dann eine sanierte Wohnung gar nicht mehr leisten. Also ich habe hier auch das Leben lang geschafft, war nie arbeitslos, bis die Firma Insolvenz gemacht hat. Und dann mit 63 ist es eigentlich unmöglich, eine Arbeit zu finden. Und aus finanziellen Gründen habe ich mir eben diese Wohnung herausgesucht. Und das ist ziemlich noch die günstigste Gegend in Freiburg, die man sich noch leisten kann. Wenn es heißt, ja, Hartz-IV-Empfänger, sie kriegen die Wohnung bezahlt, sie kriegen einen Teil bezahlt. Mhm. Und wenn das nicht reicht, dann muss man von dem Geld, was man zum Leben hat, noch abdrücken. Und da gibt es wirklich Leute, die müssen mit 100 Euro über den Monat kommen. Man weiß ja nicht, was passiert. Ne? Und wenn es abgerissen wird, ich habe mit vielen gesprochen, dass der eine sagt ja, der andere sagt ja, die haben alle Angst, man kommt dann nicht mehr rein oder es ist nicht mehr bezahlbar. Es ist halt nicht mehr der Zusammenhalt da. Dann, ne? Das ist unser einziges, von der Kultur her noch, den Zusammenhalt, was wir haben. Das schweißt uns halt zusammen. Ne? Schon nicht schön, wenn das jetzt hier abgerissen wird. Das sind halt alte Erinnerungen und ja, das bedeutet mir schon viel. Also ich habe ein bisschen Angst davor, ich sage ganz ehrlich. Ich denke, wenn hier neu gebaut wird, werden die Mieten enorm ansteigen. Und ob wir alle wieder zurückkehren können, dürfen, das bezweifle ich. Weil ich weiß dann nicht, ob wir auseinandergerissen werden. Und es gibt nichts Schlimmeres. Für uns sind dies hier alle.
dass wir keine Gemeinschaft mehr haben. Weil unsere Kultur ist unser Leben. Das wünsche ich mir auch in Zukunft, wenn das alles neu gebaut ist, dass sich der ganze Charakter nicht komplett verändert. Dass nicht alles so steril und fremd wird, dass sich keiner mehr wohlfühlt. Das wäre das Wichtigste für uns alle, denke ich. Spielplätze und auch mal was für Größere, für Ältere, dass sie dann auch mal in diesem Eck chillen können, aber alle und nicht nur ein paar. Ja. Und mein Wunsch, wie gesagt, wenn ich mal eine warme Wohnung hätte, nie mehr weggehen aus dem Winterwald. Also es ist schon ein bisschen dreckig, aber wenn wir alle zusammen arbeiten, dann kriegen wir das schon sauber. Dann haben wir eine schöne Stadt. Also. Das wollen wir nicht. La 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 la